Das letzte Hauptrundenspiel ist aus unserer Sicht mit 1:2 ausgegangen. Wir haben gegen die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven gespielt. Ich stehe jetzt hier mit Kai Wissmann, unserem Kapitän. Kai, du hast das Anschlusstor geschossen. Es hat trotzdem nicht ganz gereicht. Eine knappe Niederlage. Es war klar, dass es gegen Bremerhaven nicht einfach wird, so wie die ganze Saison über spielen. Wie hast du denn das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Ja, ich denke, im ersten Drittel sind wir richtig gut ins Spiel gestartet, haben es einfach gehalten. Haben auch einige Chancen gehabt, so gerade die Nachschüsse haben wir nur nicht bekommen. Im zweiten Drittel haben wir dann ein paar Fehler gemacht, die wurden dann gleich bestraft. Bremerhaven hat dann noch besser gespielt als wir im zweiten Drittel. Ja, und im dritten Drittel wollten wir drücken, wollten wir Gas geben, aber waren dann einfach wieder zu viel in Unterzahl. Dann war es schwer, am Ende hatten wir nochmal echt eine Druckphase, hätten auch nochmal das 2:2 machen können. Aber ja, alles in allem war schon viel Gutes dabei, aber für die Playoffs müssen wir halt die einfachen Fehler abstellen und dann bin ich guter Dinge. Ihr seid jetzt Hauptrunden Zweiter, das heißt, ihr habt schon mal viel richtig gemacht in der ganzen Hauptrunde. Wie würdest du denn insgesamt die Leistung von euch einschätzen? Ja, ich denke, es war eigentlich eine konstant gute Saison. Die längsten Negativphasen, die wir hatten, waren 3 Spiele in Folge. Ich denke, wenn man das schafft, die so kurz wie möglich zu halten, dann steht man am Ende auch weit oben dabei. Unser Ziel vor der Saison war, in Top 4 zu landen. Jetzt sind wir Zweiter geworden. Und jetzt startet es bei 0, also jetzt müssen wir auch die Hauptrunde vergessen, jetzt egal gegen wen wir kommen, es steht 0-0, also ist egal, ob wir jetzt Zweiter, Vierter, Sechster sind, jetzt steht es 0-0 in jeder Serie und ja, wir haben einfach Bock, dass es jetzt nächsten Sonntag losgeht. Mhm. Mannheim, Ingolstadt oder Köln können die Gegner sein, hast du Vorlieben oder ist völlig egal? Nee, überhaupt gar nicht, also wir haben ein großes Ziel und es ist am Ende das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Und da müssen wir so oder so jeden schlagen, egal ob in der ersten Runde oder in der letzten. Und deswegen ist es auch ganz egal, gegen wen wir kommen. Wir müssen uns auf uns fokussieren und unsere Dinge richtig machen. Und dann haben wir gegen jeden gute Chancen zu gewinnen. Wie du schon gesagt hast, die Karten werden völlig neu gemischt jetzt in den Playoffs. Bis zum ersten Playoff-Spiel habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit. Ihr habt heute viele Spieler nicht dabei gehabt. Wie wichtig ist jetzt die Zeit dazwischen, um zu regenerieren tatsächlich? Ja, sehr wichtig. Ich denke, sie tut uns gut. Viele waren jetzt leicht krank. Die haben jetzt heute nicht gespielt. Wenn jetzt ein Playoff-Spiel gewesen wäre, hätte vielleicht der ein oder andere gespielt, denke ich mal. Aber so konnten die sich jetzt schonen und sind dann hoffentlich alle wieder gesund und voller Kraft nächsten Sonntag. Alles klar, super. Vielen Dank und viel Glück in den Playoffs. Danke.